Das Mittelalter. Eine Epoche voller Gewalt und grausamer Verbrechen. Ketzer, Piraten, Raubritter, Giftmischer. Wer sind die Täter? Wie gehen sie vor? Und was treibt sie an? Forscher und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt sind den Verbrechern auf der Spur. Tatort Mittelalter. In dieser Folge geht es um Todesfälle, die bis heute rätselhaft sind. Fällt der König von England tatsächlich einem Scharfschützen zum Opfer? Wieso rammen die Täter einen Holzpfahl durch den Brustkorb einer Moorleiche? Warum müssen drei Kinder auf einem Vulkangipfel sterben? Ein prominentes Entführungsopfer. Der amtierende König von England. Seine Kidnapper verlangen ein horrendes Lösegeld. Wie konnte es dazu kommen? Die Burg Trifels im Pfälzerwald. Im Mittelalter gilt sie als sicherste Burg des Heiligen Römischen Reiches. Denn sie steht auf einem Sandsteinfelsen, der 50 Meter steil in die Höhe ragt. Nahezu uneinnehmbar. Aus diesem Grund wird die Burg im 12. Jahrhundert zum Schauplatz eines Kriminalfalls, der wohl zu den spektakulärsten des Mittelalters zählt. Mehrere Wochen wird hier ein prominentes Entführungsopfer gefangen gehalten. Richard Löwenherz, der König von England, einer der bekanntesten Kreuzritter der Geschichte. Seinen Beinamen Löwenherz bestätigt Richard I. durch ruhmreiche Siege im Heiligen Land. Aber wie konnte es geschehen, dass der englische König in einem Hochsicherheitsgefängnis des deutschen Kaisers einsitzen muss? Alles beginnt im Jahr 1189, als Richard Löwenherz den Thron besteigt. Lange hat er mit seinen Brüdern um die Thronfolge gestritten. Jetzt ist er am Ziel. Doch nach seiner Krönung hält es Richard Löwenherz nicht lange in England. Um ein Kreuzzugsgelübde zu erfüllen, macht er sich auf den Weg ins Heilige Land. Das Ziel? Jerusalem von den Truppen des heidnischen Sultans Saladin zu befreien, der die Stadt 2 Jahre vorher erobert hat. Die Kreuzzüge waren ein heiliger Krieg insoweit, als sie von einer religiösen Autorität ausgerufen wurden, in dem Fall vom Papst als der höchsten christlichen Autorität. Es wurden himmlische Belohnungen in Aussicht gestellt, dass nämlich derjenige, der im Krieg fiel, als Märtyrer direkt in den Himmel kam. Drei mächtige Herrscher verbünden sich für den dritten Kreuzzug. Der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa, der französische König Philipp II. Und Richard Löwenherz, König von England. Allein die Größe des Heers von Kaiser Friedrich Barbarossa übertrifft die Vorstellungskraft damaliger Beobachter. Man hat einen großen Aufwand getrieben bei diesem dritten Kreuzzug. Die Zahlen, die sich in den Chroniken finden, sprechen von 10, gar von 100.000. Das ist natürlich unzuverlässig, aber man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen ein sehr großes Aufgebot war. Es gab politische Motive dafür, warum die Kreuzzüge als so wichtig galten, dass Länder all ihren Reichtum investierten. Nämlich die Idee, wenn ein Land 50.000 Soldaten schickt, müssen die anderen auch mitmachen. Doch der dritte Kreuzzug steht unter keinem guten Stern. Friedrich Barbarossa ertrinkt auf dem Weg ins Heilige Land im Fluss Salef in der heutigen Türkei. Trotz seines Todes wird der Kreuzzug fortgesetzt. Auf dem Seeweg erreichen 1191 die Truppen von Richard Löwenherz und von Philipp II. Kurz nacheinander Akkon. Monatelang belagern sie die Stadt, greifen sie immer wieder an. Am 12. Juli 1191 ergibt sich Akkon dem Heer der Kreuzfahrer. Doch nach dem Erfolg bricht ein Streit zwischen Richard Löwenherz und Philipp II. Von Frankreich aus.
Es geht darum, wem die größere Ehre am Sieg gebührt. Richard Löwenherz hat zweifelsfrei den größeren Anteil an der erfolgreichen Eroberung der Stadt. Aber der französische König erhebt ebenfalls Anspruch auf Inszenierung seines Anteils am Erfolg. Das sind Dinge, über die man damals in der adligen Welt gestritten hat, weil es um die Veranschaulichung des eigenen Rangs geht. Das ist für die damalige Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Dann die überraschende Wendung. Richard Löwenherz sieht mit an, wie Herzog Leopold von Österreich seine Fahne über der Stadt hisst. Ganz deutliches Zeichen, hier bin ich, ich gehöre ja zu den Siegern und ich will meinen Anteil haben. Und das empört natürlich alle anderen, die denken, er ist ja nur Herzog von Österreich. Die Reaktion von Richard Löwenherz ist ganz klar selbstbewusst. Er hat den Vorrang, er ist der englische König, er ist der Heerführer, das steht ihm zu. Und er reißt die Fahne raus und tritt sie in den Staub. Und da die Fahne ja eigentlich das Symbol für den jeweiligen Träger dieser Fahne ist, tritt er also Leopold mit den Füßen und degradiert ihn. Das Tuch zwischen Richard Löwenherz und Herzog Leopold ist damit zerschnitten. Doch der Kreuzzug wird fortgesetzt. Unter der Führung von Richard Löwenherz erobern die Kreuzritter weitere Städte. Ein großer, entscheidender Sieg aber bleibt ihnen verwehrt. Am 2. September 1192 schließt Richard Löwenherz mit Sultan Saladin einen Waffenstillstand. Während die ersten Kreuzzüge mit der Eroberung Jerusalems durch die Christen endeten, war dies beim dritten Kreuzzug anders. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die Pilgern die sichere Durchreise ermöglichte. Aber die Stadt blieb unter muslimischer Kontrolle. In dieser Hinsicht verfehlte der Kreuzzug seine Ziele. Im Oktober 1192 macht sich Richard I. auf die Heimreise. Er schlägt den Landweg über Österreich ein. Doch jetzt rächt sich, dass er bei der Eroberung von Akkon Herzog Leopold von Österreich gekränkt hatte. Im Grunde genommen hat Leopold sich nur nach Rache gesehnt. Er musste diese Scharte an seiner Ehre unbedingt wieder auswetzen. Also das konnte er einfach nicht auf sich sitzen lassen. Als Richard Löwenherz in einem Vorort von Wien Station macht, wird er gefangen genommen. Die Schergen handeln im Auftrag von Herzog Leopold. Er lässt den englischen König entführen, weil dieser seine Fahne und damit seine Ehre beschnitten hatte. Die Gefangennahme ist ganz im Sinne von Kaiser Heinrich VI., der ist versessen darauf, Löwenherz in seine Gewalt zu bekommen. Heinrich VI. Nutzte Richard Löwenherz wirklich als ein Faustpfand, um seine Vorrangstellung unter den Großen in Europa deutlich zu machen. Das gelang ihm in dem Moment, wo Richard vor ihm auf die Knie fiel. Am 24. März 1193 wird Richard Löwenherz auf der Burg Trifels im südlichen Pfälzerwald interniert. Über die Haftbedingungen gibt es unterschiedliche Angaben. Englische Chronisten berichten, Richard hätte im dunklen Kerker schmachten müssen. Doch das entspricht wohl nicht der Wahrheit. Die Gefangenschaft von Richard Löwenherz hier auf dem Trifels muss man sich eigentlich ziemlich komfortabel vorstellen. Auf jeden Fall hat er sich nicht beklagt. Im Gegenteil, er sagt gegenüber seiner Mutter in einem Brief, den er unmittelbar im Anschluss an seine Gefangenschaft schreibt, dass er hier sehr ehrenvoll behandelt worden ist. Er hat aus der Gefangenschaft regiert, er hat Briefe verschickt, er hat Anweisungen und Befehle erteilt. Also er war tatsächlich noch ein funktionsfähiger König. Und während der Zeit seiner Gefangennahme ist er mehrfach besucht worden von Gesandten aus England, unter anderem auch von seinem Kanzler. Darüber, wie lange Löwenherz tatsächlich auf dem Trifels einsaß, streiten sich Experten. Möglich, dass er dort nur wenige Wochen eingesperrt war. Fest steht, er ist ein Jahr lang der unfreiwillige Gast von Kaiser Heinrich VI. Und dieser fordert für Richards Freilassung ein Lösegeld von rund 23 Tonnen Silber. Eine astronomische Summe. Sie entspricht in etwa dem Doppelten der jährlichen Gesamteinnahmen der englischen Krone. Auf die Lösegeldforderung reagierte die Mutter von Richard Löwenherz, die berühmte Eleonore von Aquitanien, damit, dass sie alles in Bewegung gesetzt hat, um diese Summe herbeizuschaffen.
Und sie hat sich wirklich dafür eingesetzt, denn Richard war ihr Lieblingskind. Ganz anders sah die Geschichte mit seinem Bruder, den berühmten Johann Ohneland, aus. Der war natürlich daran interessiert, dass sein Bruder möglichst gar nicht aus der Gefangenschaft wiederkam und ihm den Thron in England streitig machte. Tatsächlich gelingt es Eleonore von Aquitanien, das Geld für ihren Sohn aufzubringen. Durch eine drastische Erhöhung der Steuern und Abgaben, die die Kirche an die englische Krone entrichten muss. Nach Zahlung des Lösegelds kommt Richard Löwenherz frei. Er kehrt nach England zurück und zieht kurze Zeit später weiter nach Frankreich, wo eine neue Herausforderung auf ihn wartet. Philipp II. Hat aus der Gefangenschaft Richard Löwenherz versucht, Kapital zu schlagen. Er hat versucht, strittige Gebiete in Nordfrankreich, in der Normandie, unter seine Herrschaft zu bekommen. Er hat Adlige, die von Richard Löwenherz abgefallen sind, unter seinen Schutz genommen und auf diese Weise Burgen und Städte bekommen, die zuvor unter englischer Herrschaft standen. Um seine Besitztümer zurückzugewinnen, führt Richard Löwenherz Krieg auf dem europäischen Festland gegen seinen Erzrivalen Philipp II. Von Frankreich. Im April 1199 kommt es bei der Belagerung der Burg Chalus-Chabrol zu einem Zwischenfall. Richard Löwenherz, so heißt es in den Chroniken, wird vom Bolzen einer Armbrust getroffen, den ein Schütze aus großer Entfernung von der belagerten Burg abfeuert. Der König stirbt an den Folgen der Schussverletzung. Doch es gibt Zweifel. Kann man mit einer mittelalterlichen Armbrust einen solchen Präzisionstreffer tatsächlich landen? Diese Frage soll ein Experiment klären, das an der Burg Losenheim in Österreich stattfindet. Hier soll der Schuss nachgestellt werden, an dem König Löwenherz 1199 starb. Hey Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Der Historiker Darius Aria trifft dafür den Waffenexperten Andreas Bichler. Diese Armbrust hast du gemacht? Ja, habe ich. Es ist eine einfache Armbrust, eine Rekonstruktion vom Ende des 12. Jahrhunderts. Der Griff ist aus Holz, der Abzug ist aus Holz, dies hier ist aus Knochen und die Schlaufen sind aus Hanf. Das ist alles. Das sind die Bolzen hier? Ja. Und die hast du auch gemacht? Ja, selbst hergestellt. Das Zuggewicht beträgt etwa 100 Kilogramm. Man braucht also viel Kraft. Absolut. Andreas Bichler demonstriert den entscheidenden Vorteil dieser Waffe. Also die Entfernung sind 20 Meter. War sie einmal gespannt? Konnte man in Ruhe das Ziel anvisieren, ohne weitere Kraft aufzuwenden? Beim Probeschuss steht das Ziel 20 Meter entfernt. Wow! Man spürt die Kraft. Ja. Du scheinst keine Probleme zu haben bei dieser Entfernung zum Ziel. Ja, das ist eine übliche Trainingsdistanz für mich. Aus einer Entfernung von über 100 Metern, ist das überhaupt möglich? Kann man dieses Ziel von so weit weg treffen? Gute Frage, hab's nie versucht. Die Kraft der Armbrust reicht jedenfalls aus. Also ich finde die Entfernung enorm. Das lässt einen doch eher zweifeln. Ja, aber versuchen wir's. Die beiden Experten besteigen die Burg. Sie wollen die Situation möglichst genau nachstellen, in der sich der Armbrustschütze befand, als er vor mehr als 800 Jahren auf Richard Löwenherz schoss. Laut historischer Quellen feuerte der Schütze von einer Burgmauer hinunter auf den König, der sich in sicherer Entfernung wähnte und deshalb keine Rüstung trug. Lediglich ein Helm schützte seinen Kopf. Wow, das ist beeindruckend. Wir sind jetzt wirklich hoch oben. Ich messe mal, wie weit wir jetzt vom Ziel entfernt sind. 102 Meter. Das ist eine viel größere Herausforderung, stimmt's? Sie sind sehr klein aus diesem Winkel. Du stehst hoch oben und hast den Vorteil, dass du auf das Ziel herunterschauen kannst. Man kann sich vorstellen, wie Richard über das Feld geht. Aber es ist wirklich windig. Der Wind ist selbst für einen erfahrenen Schützen wie Andreas Bichler eine Herausforderung. Die Armbrust ist gespannt. Das Experiment beginnt.
Der erste Schuss verfehlt sein Ziel. Zweiter Versuch. Der Schütze korrigiert nach. Knapp daneben. Doch die Einschläge kommen näher. Das Spannen ist wie Muskeltraining, was? Ja. Nicht leicht. Dann bereitet sich Andreas Bichler auf seinen dritten Versuch vor. Du hast getroffen. Hast du es gehört? Ja. Gute Arbeit. Ein Treffer mitten ins Bein. Aus 102 Metern Entfernung hat die mittelalterliche Armbrust ihr Ziel getroffen. Die Experten nehmen den Einschuss unter die Lupe. Sieh dir das an, Mann. Schau dir diese Entfernung an. Ja. Du solltest von deiner Leistung beeindruckt sein. Ich bin beeindruckt. Unglaublich. Was für ein Schuss. Das Experiment bestätigt, was in den Chroniken steht. Ein Armbrustschütze könnte Richard Löwenherz tatsächlich aus großer Entfernung von der Burgmauer getroffen haben. Mit 41 Jahren stirbt Richard Löwenherz an den Folgen der Schussverletzung. Der erfahrene Kreuzritter hätte es eigentlich besser wissen müssen, denn er kannte die Gefahren der Waffe nur zu gut. Das ändert nichts daran, dass Richard als Idealtypus des ritterlichen Kriegers in die Geschichtsbücher eingeht. Heute ist er wohl der bekannteste König des Mittelalters. Eine Moorleiche wird entdeckt. Ihr Körper ist von einem Eichenholzpfahl durchbohrt. Hat hier ein Verbrechen stattgefunden? Varberge an der schwedischen Westküste. Auf einer Klippe oberhalb des Hafens erhebt sich eine mittelalterliche Festung, die den Einwohnern der Stadt für Jahrhunderte Schutz bot. Sie wurde um 1300 errichtet. Zu dieser Zeit gehört Varberge zum Königreich Schweden. Neben Norwegen und Dänemark ist Schweden eines von drei nordischen Reichen, die sich 1397 zur Kalmarer Union zusammenschließen. Im Hinterland von Varberge liegt das sogenannte Boxdensmosse, ein Hochmoor. 1936 stößt ein 11-jähriger Bauernjunge bei der Arbeit im Moor durch Zufall auf die Knochen eines menschlichen Skeletts. Der spektakuläre Fund sorgt weltweit für Schlagzeilen. Der Tote erhält seinen Namen nach dem Fundort, Boxdensmann. Es war ein bemerkenswerter Fund, denn es handelt sich um eine Leiche, die hervorragend erhalten ist. Einzigartig ist, dass das Skelett mitsamt der Kleidung erhalten geblieben ist. Es ist die Kleidung, die der Tote zuletzt trug. Es ist wie eine Begegnung mit einem Menschen aus dem Mittelalter. Heute liegt der Boxdensmann gut gesichert hinter Glas im Museum für Kulturgeschichte in Varberge. Der Schädel des Toten mit den schulterlangen Haaren wirkt überaus plastisch. Viele meinen, sich genau vorstellen zu können, wie der Boxdensmann zu Lebzeiten ausgesehen hat, auch wenn die Haarfarbe nicht die echte ist. Bei allen Moorleichen, die man gefunden hat, färbt die Säure im Moor die Haare rot. Sie haben deshalb alle rote Haare. Im Mai dieses Jahres erhielten wir die Ergebnisse einer aktuellen DNA-Analyse. Und die ergab, dass er blaue Augen und dunkle Haare hatte. Moore eignen sich ausgezeichnet zur Konservierung von Leichen. Sie sind sehr sauerstoffarm. Deshalb zersetzen sich tote Körper in ihnen nur sehr langsam. Vor allem in den Mooren Nordeuropas werden immer wieder Moorleichen entdeckt. Viele von ihnen sind eines grausamen Todes gestorben. So etwa der Grauballemann, dem man die Kehle durchgeschnitten hat.
Oder der Tollundmann, der mit einer Schlinge stranguliert wurde. Moorleichen faszinieren uns gerade deshalb, weil sie seit ihrem entsetzlichen Tod bestens erhalten sind. Auf diese Weise kommt man den Opfern so nah. Sie sehen uns sehr ähnlich. Auch der Boxtonsmann öffnet ein Fenster in die Vergangenheit. Von Beginn an interessieren sich Wissenschaftler für den spektakulären Fund. Wer ist der Mann? Wann hat er gelebt? Und wie kam er ums Leben? Seine gut erhaltene Kleidung hilft bei der Spurensuche. Eine Probe wird entnommen und in einem Labor mit Hilfe der C14-Methode untersucht. Anhand dieser lässt sich das Alter des organischen Materials bestimmen. Das Ergebnis? Die Kleidung stammt aus dem 14. Jahrhundert. Als nächstes bestimmen die Forscher das biologische Alter des Toten anhand der Skelettmerkmale. Als er stirbt, ist der Boxtonsmann vermutlich zwischen 35 und 40 Jahren alt. Doch woran ist er gestorben? Schon als man die Moorleiche 1936 findet, macht man eine ungewöhnliche Entdeckung. Dem Boxtonsmann wurde ein Eichenpfahl durch das Herz getrieben. Und es gibt noch zwei weitere Pfähle aus Birke. Da Birke ein weicheres Holz ist, sind sie im Moor fast verrottet. Aber der aus Eiche ist erhalten geblieben. Um mehr über seinen gewaltsamen Tod zu erfahren, führen Wissenschaftler eine computertomografische Untersuchung der Moorleiche durch. Dabei zeigen sich weitere Verletzungen am Schädel. Er weist drei schwere Wunden auf, die Experten auf die falsche Fährte locken. Früher hieß es, er könnte durch einen Schlag auf den Kopf getötet worden sein. Dann haben wir neue Forschungen angestellt und ein anderer Archäologe hat die Leiche untersucht. Sie vermuten heute, dass die Schädelfraktur entstand, als man die Leiche geborgen hat. Die Brüche könnten also beim Ausgraben der Leiche entstanden sein. Wie genau der Boxtonsmann ermordet wurde, ist unklar. Ebenso das Motiv hinter der grausamen Tat. Warum muss das Opfer sterben? Und wer sind die Mörder? Eine Textilexpertin nimmt die Kleidung des Boxtonsmanns unter die Lupe. Was verrät sie über sein Leben? Und was über die Umstände seines Todes? Dies ist die einzige vollständig erhaltene mittelalterliche Bekleidung eines Mannes überhaupt. Sie strahlt aber nichts Königliches aus. Das ist schließlich nicht der goldene Brokat einer Königin. Es handelt sich aber auch nicht um gewöhnliche Kleidung. Der Mantel des Boxtonsmanns ist aus Schafwolle, ein typischer Stoff seiner Zeit. Auffällig ist aber seine Kopfbedeckung, die sogenannte Gugel, eine Kapuze mit einem langen Zipfel. Diese Kapuze ist ein typisches mittelalterliches Accessoire. Man sieht sie im gesamten Mittelalter. Hört man Mittelalter, denkt man sofort an so eine Gugel. Sie ist praktisch, weil sie die Schultern wärmt. Und sie ist modisch. Das liegt an dem hier. Im 13. Jahrhundert hatte der Zipfel diese Länge. Und dann wurde er aus modischen Gründen länger und länger. Der Zipfel der Gugel, die der Boxtonsmann trägt, weist eine Länge von knapp 90 Zentimetern auf und liegt damit voll im Trend seiner Zeit. Wie bei jeder extremen Mode nahmen manche Anstoß daran. Die Kirche nahm Anstoß daran. Man schrieb darüber, wie schrecklich diese jungen Männer mit den langen Zipfeln an der Kapuze aussahen. Es gab damals die Vorstellung, modische Exzesse könnten auch zu anderen Lastern führen. In Teilen Europas war es verboten, Gugeln mit langen Zipfeln zu tragen. Was aber sagt die Gugel mit dem langen Zipfel über den Boxtonsmann aus? Man sieht, dass der Boxtonsmann kein Bauer war. Er hat keine schwere körperliche Arbeit verrichtet. Das zeigt uns seine Kleidung. Diese Schlussfolgerung passt auch zum Körperbau des Mannes. Er hat einen schwach ausgeprägten Muskelapparat und gesunde Zähne.
Das spricht dafür, dass der Boxtonsmann zu Lebzeiten keiner harten körperlichen Arbeit nachgegangen ist. Doch was führte ihn überhaupt zum Tatort? Kurz nachdem die Moorleiche 1936 entdeckt wird, berichtet ein Bauer von einer Legende, nach der einst ein Mann durch die Gegend um Varberje zog, um Soldaten anzuwerben. Dieser Mann sei daraufhin von den Bauern erschlagen und im Moor vergraben worden. Der Legende nach begann sein Geist danach in der Gegend herumzuspuken. Jede Nacht bellten die Hunde des Dorfes und heulten den Mond an. Es hieß, der Tote wäre nicht mehr in seinem Grab im Moor. Deshalb mussten die Männer ihrem Opfer einen Pfahl durch die Brust treiben, damit das Heulen aufhörte. Und auch der Spuk. Auch wenn es sich nur um eine Legende handelt, kann es sein, dass der Boxtonsmann in Varberje Soldaten anzuwerben versuchte? Gewaltsame Konflikte prägten die damalige Zeit. In kriegerischen Zeiten mussten Herren ihrem Fürsten eine bestimmte Anzahl von Soldaten zur Verfügung stellen. Hierfür sendeten sie Anwerber aus. Der Herr konnte ihnen auch einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung stellen, mit dem sie Männer in die Armee locken konnten. Hat der Boxtonsmann also vor rund 600 Jahren versucht, in Varberje Soldaten zu rekrutieren? Und ist ihm das zum Verhängnis geworden? Dieser Frage geht der Kulturgeograf Per Connelid nach. Er studiert alte Karten, die Varberje und seine Umgebung im Spätmittelalter zeigen. Sein Ziel? Er will herausfinden, wie dicht besiedelt die Gegend damals war. Wir müssen die Bevölkerungsdichte der Gegend berücksichtigen, um die These zu bewerten, dass er damals in diesem Gebiet Soldaten rekrutiert hat. Wir müssen wissen, ob hier genügend Menschen gelebt haben in der Zeit. Den alten Karten kann der Kulturgeograf alle Orte entnehmen, die einst besiedelt waren. Um sicherzugehen, überprüft er seine Ergebnisse aber auch vor Ort und sucht nach archäologischen Hinweisen auf eine mittelalterliche Besiedlung. Hier war Mitte des 14. Jahrhunderts wahrscheinlich Ackerland. Was wir in diesem Gebiet suchen, sind sogenannte Lesesteinhaufen. Die bestehen aus Steinen, die man von den Ackerflächen entfernt hat. Es gibt etwa 100 solcher Lesesteinhaufen in dieser Gegend. Das Ergebnis ist eindeutig. Da wir wissen, dass der Boxtonsmann kurz nach 1350, vielleicht 1360 gestorben ist, kann man sagen, dass die Gegend damals sehr dünn besiedelt war. Offensichtlich also kein besonders guter Ort, um Leute für die Armee zu rekrutieren. Aber wenn der Boxtonsmann nicht in Varberje war, um Söldner zu rekrutieren, warum reiste er dann durch die Gegend? Es ist möglich, dass er ein Steuereintreiber war. Das war eine wichtige Aufgabe. Denn um die Einnahmen zu erzielen, die der Herr, der Eigentümer des Landes, verlangte, waren Steuereintreiber nötig, die das durchsetzten. Das war kein beliebter Job. Man wurde sicher nicht mit offenen Armen empfangen. Steuereintreiber waren damals wie heute unbeliebt. Ein Motiv für einen Mord hätte es somit durchaus gegeben. Das ist eine sehr plausible Theorie, denn man hat damals hier Steuern eingetrieben. Musste der Boxtonsmann also sterben, weil er Steuern eintreiben sollte? Niemand kann die Frage heute abschließend klären. Aber so könnte sich der grausame Mord am Boxtonsmann zugetragen haben. In einem Waldstück lauern ihm die Täter auf. Sie schlagen mehrmals auf ihn ein und überwältigen ihn. Dann schleifen sie seinen leblosen Körper zum See. Hier soll der Boxtonsmann für immer sein feuchtes Grab finden.
Schließlich treiben die Täter ihrem Opfer einen Eichenpfahl durch die Brust. Aber was hat es damit auf sich? Das Opfer ist durch eine kriminelle Tat zu Tode gekommen. Und man wollte sich versichern, dass er nicht in die Welt der Lebenden zurückkehrt, sich rächen würde, und hat ihn deshalb durch einen Pfosten an das Erdreich festgenagelt. Der Pfahl im Leib des Bockstensmanns sollte offenbar verhindern, dass er von den Toten auferstehen kann und an seinen Mördern Rache nimmt. Es gibt aber noch eine andere Erklärung. Es ist möglich, dass der Bockstensmann lebend begraben wurde. Wir haben keine Beweise, wie er getötet wurde. Es könnte also auch sein, dass man ihn ins Moor gezerrt und gepfählt hat, um ihn dadurch zu töten. Wie auch immer der Bockstensmann stirbt, erst 600 Jahre später wird der Leichnam des Toten im Moor wieder zum Vorschein kommen. Die genauen Hintergründe seines Todes bleiben aber im Dunkel der Geschichte verborgen. Auf einem eisigen Berggipfel entdecken Archäologen die Mumien von drei Kindern. Wie sind sie an diesen menschenleeren Ort gelangt? Wurden sie das Opfer eines Verbrechens? Die Anden in Südamerika. Hier stehen einige der höchsten Vulkane der Erde. Auf ihren Gipfeln herrschen Temperaturen wie in der Arktis. Ausgerechnet an diesem unwirtlichen Ort entdeckt eine archäologische Expedition im Jahr 1999 auf dem 6739 Meter hohen Yuyayako Grabkammern im Boden. Als die Forscher sie öffnen, stockt ihnen der Atem. Drei Kindermumien kommen zum Vorschein. Die Leichen von zwei Mädchen und einem Jungen. Ein Sensationsfund. Wegen der eisigen Temperaturen auf dem Gipfel sehen die Toten aus, als wären sie eben erst bestattet worden. Jede Faser, jedes Haar, jedes Kleidungsstück ist intakt und makellos. Die Provinzstadt Salta im Norden von Argentinien. Hier werden die Kindermumien, die man auf dem Vulkan gefunden hat, heute ausgestellt. Um sie vor dem Verfall zu schützen, bewahrt man sie in speziellen Kühlzellen auf, die die klimatischen Bedingungen auf dem eisigen Gipfel des Yuyayako simulieren. Vor allem eine Mumie fasziniert die Forscher. Sie geben ihr den Spitznamen La Doncella, die Jungfrau. Wohl deshalb, weil ihre Gesichtszüge so unschuldig erscheinen. Die menschlichen Überreste der Mumien wirken schockierend und gleichzeitig verblüffend. Es sind wunderschöne junge Menschen. Der Berg hat sie konserviert. Doch welches Schicksal verbirgt sich hinter den drei Kindermumien? Warum wurden sie auf dem Gipfel eines Vulkans bestattet? Und wann genau geschah dies? Auf der Suche nach Antworten beginnen die Forscher, die Mumien gründlich zu untersuchen. Da die Mumien sehr gut erhalten waren, konnten Archäologen eine C14-Analyse durchführen, um das Alter der Knochen zu bestimmen. Das Ergebnis? Sie sind vor etwa 500 Jahren gestorben. Zu dieser Zeit herrschen die Inka in den Anden. Im 15. Jahrhundert haben sie ein Gebiet erobert, das vom heutigen Chile und Argentinien bis nach Ecuador reicht. In der Mitte liegt die Hauptstadt Cusco. Der Archäologe Peter Eckhaut erforscht die Kultur der Inka seit mehr als 20 Jahren. Er weiß, warum sie sich im 15. Jahrhundert so rasant ausbreiten konnten. Die Armeen der Inka zählten bis zu 100.000 Soldaten. Das ermöglichte es ihnen, Dutzende ethnischer Gruppen und Völker in den Anden zu unterjochen. Die Inka verfügen über die mächtigste Armee Südamerikas.
Im Rahmen einer allgemeinen Arbeitspflicht werden Männer im kampffähigen Alter für den Kriegsdienst herangezogen. Das ermöglichte es den Inka-Herrschern, ein riesiges Gebiet zu kontrollieren. Das Inka-Reich war riesig. Man schätzt, dass es so groß war wie das Römische Reich. Die Rede ist von rund 9 Millionen Menschen. Und doch ist die Kultur der Inka bis heute in vielem ein Rätsel geblieben. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Soweit wir wissen, besaßen die Inka keine Schrift. Aber glücklicherweise gibt es immer mehr archäologische Forschungen, die es uns ermöglichen, Daten zu erheben, mit denen wir die Inka-Kultur besser erklären können. Die Inka verehren die Sonne. Sie glauben daran, dass ihre Herrscher durch ihre Krönung zu Söhnen des Sonnengottes Inti werden. Deshalb huldigt das Volk den Herrschern, als seien sie leibhaftige Götter. Überall errichten die Inka Heiligtümer zu Ehren der Götter, häufig auf Bergen. Die Berge als Pforten zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, das scheint im religiösen Glauben der Inka eine große Rolle gespielt zu haben. Hat der ungewöhnliche Fundort der Kindermumien auf dem Gipfel eines Vulkans auch etwas damit zu tun? Der Gedanke lässt den Forschenden keine Ruhe. Sie wollen mehr über die Umstände in Erfahrung bringen, unter denen die Kinder auf dem Yuyayaku gestorben sind. Hierfür werden die Kindermumien in ein Krankenhaus gebracht und in einem Computertomographen durchleuchtet. Dabei machen die Wissenschaftler eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein seltsames grünes Objekt in der Backentasche des Ältesten der Kinder. Worum handelt es sich? Die Archäologen fanden Coca-Blätter, die teilweise zerkaut waren. Sie bilden die Grundlage für Kokain. Ihr Konsum hatte sicher eine starke Wirkung auf das junge Mädchen. Der Verzehr von Coca-Blättern führt die Forscher auf eine heiße Spur. Denn der Konsum von Coca ist in der Kultur der Inka streng geregelt. Coca ist eine heilige Pflanze in der Inka-Kultur. Der Konsum wurde als etwas Besonderes angesehen. Der Verzehr von Coca ist ausschließlich dem Inka-Adel vorbehalten. Es gibt nur zwei Ausnahmen von dieser Regel. Die eine gilt für die sogenannten Chaskis, trainierte Botenläufer der Inka. Die Landschaft ist sehr anspruchsvoll. Hohe Berge, lebensfeindliches Terrain. Deshalb waren die Botenläufer für die Gesellschaft so wichtig. Sie übermittelten die Nachrichten im Inka-Reich. Deshalb war es ihnen erlaubt, Coca-Blätter zu kauen. Der Konsum hatte eine leistungsfördernde Wirkung. Die Läufer konnten schneller rennen, ohne dass ihr Körper auskühlte. Damit hielten sie länger durch. Doch dass es sich bei den Mumien nicht um trainierte Läufer der Inka handelt, liegt auf der Hand. Die Kinder waren schlichtweg zu jung für diese Aufgabe. Es gibt in der Inka-Kultur aber noch eine zweite Ausnahme, die den Verzehr von Coca-Blättern auch Nicht-Adeligen erlaubt. Menschen, die man den Göttern im Rahmen des Capacocha-Rituals opfert. Das Capacocha-Ritual war das wichtigste Zeremoniell der Inka-Kultur. Jungen und Mädchen aus dem ganzen Reich wurden ausgewählt, in die Hauptstadt Cusco geholt und anschließend in den Bergen geopfert. Menschenopfer sind ein fester Bestandteil der Inka-Kultur. Mit ihrer Hilfe werden die Götter gnädig gestimmt. Dabei gilt, je jünger und reiner ein Mensch ist, desto wertvoller ist das Opfer.
Man wählte junge Kinder aus. Und dann erhielten sie ein ganzes Jahr lang das beste Essen. Man gab ihnen Coca-Blätter zum Kauen. So bereitete man sie auf den bevorstehenden Tod vor. Kann es sein, dass auch die Mumien, die man auf dem Gipfel des Yuyayaku entdeckt, im Rahmen eines Kapakocha-Rituals geopfert wurden? Um dies herauszufinden, entnehmen die Forschenden den Mumien eine Haarprobe. Mit ihrer Hilfe kann man bestimmen, welche Substanzen die Kinder in den letzten Monaten vor ihrem Tod zu sich genommen haben. Denn über die Haarwurzel sind Haare mit dem Blutkreislauf verbunden. In den Haaren lagern sich alle Substanzen ab, die ein menschlicher Körper aufnimmt. Da Haare ca. 1 cm pro Monat wachsen, kann man herausfinden, wann ein Mensch welche Substanzen konsumiert hat. Die Haaranalyse der Mumien war sehr aufschlussreich. Sie zeigte, dass sich die Ernährung der Kinder etwa ein Jahr, bevor sie auf den Berg geführt wurden, wandelte. Ein Jahr lang konsumierten sie größere Mengen Chicha, also Maisbier, und größere Mengen Coca. Die Indizien passen zum Ablauf des Kapakocha-Rituals. Doch nicht nur die Lebensweise ändert sich etwa ein Jahr vor dem Opfertod der auserwählten Kinder. In kostbaren Gewändern und geschmückt mit heiligen Federn machen sie sich auf eine Reise, von der sie nicht zurückkehren werden. Ihre Route führt von Cusco quer durch die Anden bis zum Vulkan Yuyayaku. Eine Entfernung von etwa 1500 Kilometern. Die Kinder legen sie zu Fuß zurück. Doch dann stehen sie erst am Fuße des Vulkans. Die Besteigung dieses Berges war eine außergewöhnliche Leistung. Die Kinder wurden nicht nur spirituell, sondern auch körperlich vorbereitet. Durch die Einnahme von Coca-Blättern und Alkohol haben sie die Kälte nicht mehr so gespürt. Der Yuyayaku wird auch heute nur selten bestiegen. Selbst für moderne Bergsteiger stellt er eine Herausforderung dar. Doch unter dem Einfluss der stimulierenden Drogen schaffen es die erwählten Inka-Kinder vor 500 Jahren, den Gipfel zu erklimmen. Was aber geschieht danach? Eine Grabkammer war vorbereitet. Die Kinder waren wunderschön eingekleidet, mit Juwelen behangen und erhielten Geschenke. Dann wurde die Grabkammer hinter ihnen verschlossen. Das heißt, sie wurden lebendig begraben. Vielleicht waren sie zu diesem Zeitpunkt aber auch schon bewusstlos. Doch es gibt auch Zweifel an der These, dass die Kinder auf dem Gipfel friedlich entschliefen. Denn als man sie nach ihrer Entdeckung untersucht, fällt den Archäologen ein Tuch auf, das man einem der Kinder über den Kopf gestülpt hat. Es ist verknotet. Das verknotete Tuch am Hinterkopf eines Mädchens könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie erstickt wurde. Das kann sein oder auch nicht. Was wir wissen ist, dass die Inka keine blutigen Opfer schätzten. Denn dann galt die Opferung als unvollkommen. Es war bedeutsam, den Göttern ein sauberes Opfer zu bringen und nicht ein unvollkommenes. Was genau damals in den Anden geschehen ist, lässt sich heute nicht mehr präzise rekonstruieren. Sicher scheint, die drei Kinder fielen einem religiösen Ritual zum Opfer. Bis heute berührt ihr Anblick Besucher aus aller Welt.